Die Regel zur Integration durch Substitution ist sehr einfach nachzuvollziehen, auch sehr einfach zu beweisen. Das Problem ist, in der Anwendung ist immer so ein bisschen tricky, das Richtige zu finden. Und deswegen betrachten wir hier in diesem Video einmal ein Rezept, mit dem man sehr mechanisch diese Integrationstechnik anwenden kann und zeigen das einmal anhand dieses Beispiels für dieses bestimmte Integral von 0 bis 2 über x mal Wurzel aus x² plus 2 dx. Das Rezept selbst beweisen wir hier nicht. Wenn Sie da interessiert sind, warum das Rezept so gilt, dann können Sie das zum Beispiel im Analysisbuch von Grieser finden. Dann wenden wir das Rezept auch einmal an. Also bestimmen möchten wir das Integral von 0 bis 2 über x mal Wurzel aus x² plus 2 dx. So, das Erste, was wir machen müssen, ist, wir müssen eine Substitution finden. Eine innere und eine äußere Funktion. Und hier an der Stelle ist es vielleicht ganz schön, wenn man diesen inneren Teil, wenn das unser s von x wäre, weil dann haben wir irgendwie sowas wie Wurzel aus x oder beziehungsweise in dem Fall dann Wurzel aus u und das ist relativ gut zu integrieren vielleicht. Das heißt, das wäre erstmal unsere Idee, also unser s von x. Wir benutzen als Substitution, das soll sein u gleich s von x und das ist x² plus 2. Und das Erste, was wir machen, ist, wir leiten das Ganze ab. Wir bestimmen also du nach dx. Und du nach dx ist die Ableitung unserer Funktion, der inneren Funktion von dem s von x, also ist das 2x. Das Ganze wollen wir umformen nach dx. Also ist dx gleich 1 durch 2x mal du. Auch wenn das am Anfang vielleicht so ein bisschen ungewohnt erscheint, einfach mit diesen dx und du so rumzurechnen, wenn man das so einfach so macht, funktioniert das ganz hervorragend und tut formal auch das, was es soll. Wir merken uns also alle Zwischenergebnisse, wir merken uns unsere Substitution und unser Ergebnis für dx. Und jetzt führen wir die Substitution durch. Durchführung der Substitution. Der Substitution. Und dazu ersetzen wir das x² plus 2 unter der Wurzel einfach durch u. Also ist das x mal Wurzel aus u mal, so dx ist 1 durch 2x du. Und jetzt an der Stelle sehen wir, dass sich dieses x und dieses x wegkürzen, dass also alle x weg sind. Und das ist gut. Genauso eine Substitution möchten wir haben. Wir möchten eine Substitution haben, bei der unsere Variable x nicht mehr auftaucht. Die darf jetzt an der Stelle nicht mehr auftauchen. Das haben wir jetzt geschafft und jetzt ist alles gut. Sollte das mal nicht direkt so funktionieren, dann muss man entsprechend die Substitutionsfunktion s nochmal umkehren, nochmal nach, also die Umkehrfunktion s hoch minus 1 bestimmen. Das Ganze also auflösen und dann das x per Hand nochmal ersetzen. Hier an der Stelle ist aber nichts zu tun und in vielen anderen Fällen ist da auch nichts zu tun, weil sich das dann immer schön wegkürzt. Nachdem wir jetzt wissen, wie der substituierte Ausdruck aussieht, können wir das Integral bestimmen. Dazu nutzen wir die Substitutionsregel. Das Integral, was wir suchen, ist das Integral von 0 bis 2 über x mal Wurzel aus x² plus 2 dx. Und der substituierte Ausdruck ist dann das Integral. Und was wir jetzt machen ist, wir substituieren die Grenzen gleich mit. Das kann man bei einem bestimmten Integral gleich mitmachen. Und die Idee ist, man setzt die untere und die obere Grenze jeweils für x in die Substitutionsfunktion ein. Also hier in dem Falle 0² plus 2 bzw. 2² plus 2. Und das sind dann die neuen Grenzen. Das heißt, wir haben hier 0² plus 2 bis 2² plus 2. Man kann natürlich stattdessen auch erstmal ohne Grenzen weiterarbeiten, die Stammfunktionen berechnen, zurücksubstituieren und dann die alten Grenzen wieder einsetzen. Das funktioniert genauso. Gut, ich setze hier aber schon die neuen Grenzen ein und der substituierte Integrand ist dann 1 durch 2 mal Wurzel u du. Das Ganze kann man ausrechnen und aufschreiben. Das Erste, was wir tun, ist, wir ziehen das 1/2 aus dem Integral raus. Das ist also 1/2 mal Integral. Jetzt werden die Grenzen ausgerechnet. 0² plus 2 ist 2, 2² ist 4 plus 2 ist 6.
Wurzel aus u können wir schreiben als u hoch 1/2, weil wir dann unsere Regel anwenden können für die Exponenten. Und das machen wir dann auch im nächsten Schritt. Das ist also 1/2 mal, und jetzt eckige Klammern, Stammfunktion von u hoch 1/2. Und da ist ja die Regel, wir nehmen den Exponenten, erhöhen den um 1. 1/2 plus 1 ist 3/2. Nehmen den Kehrwert davor, das ist also 2/3. Und nutzen weiterhin die Grenzen von 2 bis 6. So, dann können wir die 2/3 rausziehen, dann sind das also 2/6. Dann schreiben wir um das u hoch 3/2 als Wurzel von u in Klammern hoch 3. Und das immer noch an den Grenzen von 2 bis 6. Dann setzen wir ein obere Grenze minus untere Grenze, ist also 2/6 mal Klammer auf. Obere Grenze ist also Wurzel aus 6 hoch 3 minus Wurzel aus 2 hoch 3. Das Ganze kann man vereinfachen zu 2/6. Und jetzt natürlich Wurzel 6 hoch 3 ist nichts anderes als 6 mal Wurzel 6. Und entsprechend ist das 2 mal Wurzel 2. Dann können wir die 2/6 noch rein multiplizieren. Dann steht da also 2 mal Wurzel 6 minus 2/3 mal Wurzel 2. Falls wir kein bestimmtes Integral, sondern ein unbestimmtes Integral bestimmt hätten, dann müsste man jetzt an der Stelle noch einmal rücksubstituieren und das u durch s von x ersetzen. Aber das brauchen wir in dem Fall hier nicht, weil wir die Grenzen schon direkt mit übersetzt haben und wir auch Grenzen hatten.